Und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Jawohl, Lieutenant Viva hat auch noch einen Auftrag für uns. Der ist, glaube ich, auch schon ein bisschen länger offen. Schauen wir mal, wie heißt denn das Ganze? Er hat es nicht so mit Musik. Ja gut, dann gucken wir mal, was der gute Mann für uns hat. Hey Weaver. Oh, Corporal St. John, komm doch rein, Mann. Sieh dich um. Mein Zuhause. Ja, wirklich schön haben Sie es hier. Schöne Scheiße, ne? Was Sie wohl gemacht hätten, wenn ich versagt hätte. Oh, eine kältere Höhle. Darunter. Ja, ich hörte davon. Tja, sie ist auch nicht besser klargekommen als ich. Nein, ist sie nicht. Brauchen Sie irgendwas? Nee, Mann, alles gut. Oh, halt, weißt du was? Es gibt was, das ich gerne hätte. Hörst du das? Was denn? Genau, gar nichts. Der Colonel hat's nicht so mit Musik, falls du das noch nicht weißt. Ich glaube, er ist Mennonit oder so. Nein, das ist Tanzen. Was wie? Tanzen? Mennoniten lieben Musik. Sie haben nur ein Problem mit Tanz. Schon gut. Oh, sag bloß. Na, wie auch immer, Kumpel, ist mir egal. Ich brauche einen MP3-Player. Kopfhörer. Irgendwas. Sound. Soll das ein Witz sein? Sehe ich etwa so aus? Okay. Danke. Okay, finde Vivas MP3-Player. Und wo müssen wir dafür hin? Hallo? Da hinten zeigt er mir was an, aber. Oh je, ich hab da einen ganz schrecklichen Verdacht, wo wir hin müssen. Nämlich in Dave, dieses. Corporal. Hey Mann. In dieses Ich hab letztens Forschungsding. mit Dave Nachtanken gesprochen tun und wir Sie eben, meinten, reparieren Sie tun wollen wir zu auch tun. eben. Wie lief das denn? Du meinst Lieutenant Whittaker, Sergeant? Deke, Corporal. Ach, doch nicht. Was ist das? Ach so, das ist dann zu Boozer. Na, wir wollen aber nicht zu Boozer, sondern wir wollen ja. Ich glaube nämlich, dass wir hier in dieses. Ja, genau. Dieses Forschungslabor, Lager, was auch immer, halt vom College, dass wir dahin müssen. Weil das da irgendwo hat liegen lassen. Genau, fahren wir. Wohl, nee, es wäre bescheuert, da lang zu fahren, glaube ich. Fahren wir hier lang. Dürfte unterm Strich vermutlich ein bisschen kürzer sein, zumindest. Na gut. Probieren wir es. Aber auch interessant, dass es mir auf der Karte halt nicht angezeigt wird. Na gut, wir werden ja sehen, wo er uns hinschickt. Sind, glaube ich, genau zwei verschiedene Punkte, wo wir hin sollen. Na gut, lassen wir uns überraschen, was es wird. Ne, es sind sogar drei, vier. Ich glaube, vier verschiedene. Das sieht man so schlecht, weil die halt so übereinander gelagert sind. Ich glaube, vier. Drei auf jeden Fall. Ja, komm, den Spruch haben wir vorhin schon gehört. Also in der letzten Folge, als wir daran vorbeigefahren sind. So Leute, tut mir auf die schöne Pforte. Na komm, sonst fahre ich wieder dagegen. Und ich bin dagegen gefahren. Toll. St. John, hörst du mich? Weaver, ja, ich kann dich kaum noch hören. Schlechte Verbindung. Das ist die Höhle. Ein Wunder, dass das überhaupt funktioniert. Hey, ich weiß, wo du den MP3-Player findest. Okay, wo denn? Ich war in einem Flüchtlingslager an einem Community College, das überrannt wurde. Das Community College östlich von hier, beim Highway 97? Ja, genau das. Mit so einem komischen Tier als Symbol. Egal, als wir weg mussten, musste ich alles zurücklassen. Auch meine Mucke. Scheiße, ich muss los. Meld dich, wenn du da bist. Weaver, Ende. Klar, Weaver. Was auch immer du meinst. Okay, sehr gut. Und jetzt zeigt uns, genau, jetzt zeigt er es uns auch endlich mal auf der Karte an. So. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir es da irgendwo finden. Ich meine, wir werden es bestimmt finden, aber ich habe das Gefühl, dass wir da wieder ein bisschen suchen müssen. So, und ich hoffe, dass dieser Sprinter, der vorhin hier war, dass der nicht mehr da ist. Ich bin einfach an dem vorbeigefahren, weil ich keine Lust hatte, mich mit dem auseinanderzusetzen. So. Hier weiter.
Okay. Wo schicken die uns lang? Wir werden auch einfach hier oben lang fahren können. Ich bin hier. St. John. Okay, Mann. Hey, ich war in einem Zelt untergebracht. Einer, wie heißt das Ding noch? So einer Nissenhütte. Sie stand direkt in der Mitte des Camps. Okay, was kannst du mir noch erzählen? Ich meine, die sehen alle gleich aus. Warte. Ja. Sie standen neben so einem Fahnenmast und da wehte unsere Flagge. Oh, wie patriotisch. Okay, gut, ich sehe mal nach. St. John, Ende. Hier sind sie. Hier, das muss es sein. Okay, und wenn wir schon mal da sind, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir hier... Verdammt, da ist eine Horde. Ja, super. Ich bin jetzt eigentlich für eine Horde nicht unbedingt ausgerüstet, muss ich sagen. Mal guck mal, da haben wir schon mal Kerosin. Das ist schon mal gut. Können wir schon mal einen Molly herstellen. Ich hätte eigentlich gerne noch ein bisschen mehr. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Ja. Da hast du recht, Deacon. So, haben wir ihn mal eben von hinten weg. Je mehr wir lautlos erledigen, umso besser. Hopp. Okay. Jetzt haben sie uns sowieso schon entdeckt. Das, befürchte ich, könnte aus dem Ruder laufen. Komm. Jetzt stirb halt endlich, Herrgott. Na, endlich. Noch mehr Beute. So, genau. Ja, die Horde ist ein Problem. Die Horde ist ein Problem, weil an der werden wir nicht vorbeikommen. Also an der Horde vorbei hier irgendwie das Lager durchsuchen, das können wir vergessen. Das werden die merken, definitiv. So, gucke mal, da hocken nämlich schon die Ersten. Und nicht nur die Ersten, da sind ziemlich viele, die da hocken. Und die haben uns schon gesehen, oder? Ja, es ist alles voll mit denen. Und das ist halt die Frage, ob wir überhaupt genug Munition dafür haben. Für diese Menge. Ja, werden wir nicht drum herum kommen. Wir werden die Horde erledigen müssen. Anders werden wir da nicht drankommen. So. Können wir da, genau, können wir dann... Okay. So, was wir denn das nämlich auch schon mal machen werden. Hier die Lautsprecher deaktivieren. Das Gute ist, hier sind einige Sachen, die man als Sprengfallen nutzen kann. Oder die halt genau dafür da sind, sagen wir es mal so. So, rauf da. Da können wir uns nämlich auch mal von hier das Elend angucken. Was wir natürlich auch machen könnten, wobei wir das Problem haben. Okay, jetzt haben sie uns eh gesehen. Das Gute ist, sie kommen nicht hier hoch, glaube ich. Doch, sie kommen doch hier hoch, verdammt. Oh, oh. ja. So war das jetzt nicht geplant. So war das jetzt absolut nicht geplant. Bombe könnten wir theoretisch mal eine herstellen. Oh. So, und wisst ihr was, wenn wir jetzt schon hier vorbeilaufen, dann nehmen wir dich mal eben mit. So, und dann steigen wir gleich nochmal schnell auf das Bike. Warum ich das abgestellt habe? Hier habe ich es abgestellt. Und irgendjemand hat es umgeschmissen. Ja, super, danke dafür. Komm, noch Deacon. Ich habe dir nicht gesagt, dass du absteigen sollst. Verdammt, Mist. Ja.
Wir sind tot. Wir sind tot. Das habe ich mir anders vorgestellt. Aber das große Problem ist halt auch, wir sind nicht unbedingt für eine Horde ausgerüstet. Das ist es halt. Also wenn ich jetzt halt gewusst hätte, dass wir hier eine Horde direkt sitzen haben. Das Schlimme ist eigentlich, wusste ich es. Also jetzt, wo ich sehe, weiß ich es wieder. Das war natürlich bei den anderen Durchgängen auch so, aber das habe ich irgendwie verdrängt. Okay. Das heißt, wir werden dann gleich taktisch die Horde erledigen müssen. Hier sind sie. Ja, das muss es sein. Ich kann es brauchen. So. Komm, zack. Schon mal weg mit dir. Haben wir das Ding schon mal erledigt. Was wir rein theoretisch machen könnten, wäre natürlich genau die Horde ein wenig weglocken. Das können wir jetzt natürlich auch schon machen. Das war nur die Frage, wie gut das halt funktioniert oder halt auch nicht funktioniert. So, jetzt haben wir die auf jeden Fall auf uns aufmerksam gemacht. Genau, kommt mal alle mit. So, dann fahren wir halt einfach ein bisschen vorweg. Ich habe nur die Frage, wie viele davon uns dann tatsächlich noch verfolgen. Befürchte ich glätte. Oh, doch, da kommen jetzt ein paar. Hallo Horde, gucke mal. So. Genau, locken wir die jetzt einfach mal ein bisschen weg. Hallo. Ah, gucke mal. So, genau. Dass ihr mir schön hinterherlauft. So. Dann fahren wir hier einen schönen großen Bogen einmal rundherum. Und wir, keine Sorge, wir werden die Horde definitiv noch erledigen. So ist nur nicht, aber wir machen das halt nicht jetzt. Verdammt, haben die unsere Richtungsänderung mitbekommen. So, und dann müssen wir jetzt natürlich auch noch drauf gucken, wie viele von denen noch hier sind. Da hoffe ich aber, dass es nicht allzu viele sind. Da ist die Flagge. Alles klar. So, hier drin müssen wir gucken. So, was haben wir da? Das brauchen wir jetzt nicht. Hier drin. Oh Mann. Das ist alles nicht das, was ich will. Komm, steig auf und fahr. Hat die Horde mich doch glatt wieder ins Lager verfolgt. Muss ich den wohl nochmal weglocken? Dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Also, nochmal das ganze Spiel. Hallo Horde. Aha. So. Ja, ja, das Nest darum kümmern wir uns später. Ach, verdammt, mein Tank ist halt auch bald leer. Kommt ihr jetzt noch? Aha. Okay. So, dann fahren wir jetzt einfach mal. Dann fahren wir hier oben wieder ins Lager zurück. Genau, aber hier gibt es auch noch einen Zugang. Müssen wir auch unbedingt, weil irgendwo da muss es ja einen Benzinkanister geben, weil wir müssen ja auch rein theoretisch hier dieses La... Ist das ja ein Benzinkanister? Nee, ist das irgendwas anderes? Okay, weil ich glaube, die Freaks, die werden halt auch quasi so oder so, wenn sie halt die Suche aufgeben, werden die hierher wieder zurückkommen, deswegen haben wir so oder so nicht viel Zeit.
So, wo haben wir hier die Kiste? Ach, guck mal, was haben wir da? Hier ist es. Aha. Ich hoffe, das Ganze ist es wert, Weaver. Jetzt brauchen wir nur noch einen Benzinkanister. Guck mal, dich nehmen wir auch nochmal mit. Na, wer sagt's denn? Benzin. So. Okay. Also, tanken wir dich nochmal eben auf. Mein Lieber. Aber hey, es hat so zumindest funktioniert. Mit dem Weglocken. Es hat so funktioniert. Also, wenn wir jetzt hier schon den Kanister haben, wo ist denn hier der Generator? Da hinten sehe ich keine Freaks. Wo ist denn jetzt eigentlich die Horde hin? Die Horde ist aktuell tatsächlich weg. Zumindest für den Moment. Und ich finde den Generator nicht. Der muss ja eigentlich hier direkt in der Nähe sein. Ist er ja sonst auch immer. Ich dachte mir, dass ich den dann ja auch direkt mal... Ach, guck mal, da ist er ja. So, dann können wir dich nämlich auch schon mal auftanken. So. Okay, guck mal, dann machen wir hier nochmal die Lautsprecher aus. Und wir wurden entdeckt. Oh, da kommt die Horde. Alles klar. Wir verschwinden. Tschüss. Wir fahren zu Weaver zurück. Wir fahren zu Weaver zurück. So. Also, Ziel erfüllt. Und dann... Ja, die Horde. Wann machen wir die? Ich würde sagen... Ich schaue auf jeden Fall nochmal, dass ich halt... irgendwie die... bisschen Kerosin zusammenbekommen, dass wir ein paar Molotovs herstellen können. Dann können wir nämlich die Nester verbrennen und dann auch gleichzeitig die Horde mit erledigen. Ja. Das Dumme ist halt, dass man Molotovs nicht kaufen kann. Das finde ich immer so ein bisschen blöd. Hier, komm, befahren wir dich zumindest schon mal. So, was haben wir da jetzt noch? Irgendwelche anderen Viecher. So, wir fahren jetzt einfach. Komm, einfach weg. Einfach weg. Naja, guck mal. Hier streuen dann sie jetzt auch schon langsam alle wieder rum. Es wird halt dunkel. So, wie war. Und ich hoffe, dein dämlicher MP3-Player war es wert. Ja. Ja, wie gesagt, hätte ich gewusst, dass da eine Horde ist, dann... hätte ich dann nochmal geschaut, dass wir uns nochmal ein bisschen aufrüsten, aber so... Es wäre halt munitionstechnisch auch eng geworden. Ich meine, es hätte vermutlich hingehauen. Aber dann wären halt wirklich alle unsere Vorräte weg gewesen. Kümmern wir uns gleich drum. Kümmern wir uns gleich drum. Wir erledigen jetzt erstmal das und dann würde ich gerade sagen, wir probieren das morgen in der nächsten Folge einfach mal mit der Horde. Machen wir die dann direkt. Weil ich glaube, da werden wir noch öfter hin müssen. Oder zumindest in der Gegend werden wir uns halt noch relativ viel aufhalten, glaube ich. Dann ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir die Horde dann auch mal erledigt haben. So. Aber vorher, siehst du, kaum fahren wir hier rein, verschlechtert sich das Wetter wieder, ne? Das ist irgendwie häufig so. Letzte Folge genauso, da hat es direkt mal geregnet, als wir hier reingefahren sind. Als würde es die Stimmung widerspiegeln, die hier so herrscht. Ja. So. Genau. Hervorragend weggerollt. Top. So, fahren wir mal. Okay. So, fahren wir wieder bis vor die Tür. Stopp. Oh, die Bremse ist auch komplett... naja. So, Eva, da sind wir wieder. Hey. Hey, Mann, wie geht's dir? Mehr habe ich nicht gefunden. Oh, Mann, was haben wir denn da? Oh, Bruder,
Du bist ein Lebensretter, Mann. Jederzeit. Danke. Brauchen Sie sonst noch was, Weaver? Weaver, brauchen Sie... Großartig. Hey, Corporal St. John, du bist einer von den Guten. Du bist wie ein Bruder für mich. Na, das freut mich aber. So, gucke mal. Sehr schön. So, dann, genau. Schatten des Todes, was ist das denn jetzt schon wieder? Hilf Sarah von Wizard Island zu entkommen. Das machen wir definitiv noch nicht. Es ist auch noch lange nicht das Ende, so viel kann ich schon mal sagen. Also da kommt noch einiges. Aber ich glaube, ich weiß, was dann kommt. Und deswegen will ich erstmal ein paar Sachen noch erledigt haben. So, nachdanken tun wir eben. Reparieren tun wir eben. Okay, mehr kann ich hier nicht machen lassen. Schade. Wir sehen uns, Mann. Naja. Dann, genau. Vorräte. Wie geht's? Oh, man macht auf dicke Hose. Du hast man macht auf dicke Hose. Kann auch woanders einkaufen gehen. Bitte sehr. Okay, das genau, ist Granaten schon kaufen wir schön ein. Ja, du machst mich noch zum Millionär, was? Bestimmt. So, Munitionstasche. Kaufen wir auch noch. Ja, okay. Ja, okay. Gut, haben wir hier sonst noch irgendetwas, was wir brauchen? Wir sehen uns später. Genau, wir können hier mal unsere ganze Beute, die können wir eigentlich auch nochmal wieder abgeben. Hallo? Achso, das ist gar nicht das, aber gut, die können wir auch verkaufen. Das ist alles, was ich für heute habe. Und was haben wir noch? Ich glaube, hier in... Na, wo können wir den Rest noch verkaufen? Warum zeigt der mir das hier nicht an? Genau. Hey, was machst du hier? Ich arbeite hier. Genau, bei dir können wir es mir nicht verkaufen. Gucke mal, 538 Schwärmer-Ohren haben wir. Und dafür kriegen wir dann jeweils 5 Credits und 3 Vertrauen. So, wir verkaufen jetzt mal alles. Du hast mich nie gefragt. Und ich hab's nie erzählt. Hey, entschuldige. Okay. So. Ja. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sind für heute erstmal wieder durch. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns mal um das Gebiet hier kümmern. Ja, dann bis morgen und ciao.